Wow. Jetzt müsste dieser scheiß Aufzug noch runtergeknallt kommen. Das wär's, ey. Boah. Aua. Boah. Das kann man mir nicht antun, so. Ihhh. Gehacktes Wände. Das ist ekelhaft hier, ey. Boah. Bin mir nicht so sicher, wo ich gerade hin sollte. Also, das sah mir jetzt gerade so aus, als wäre das irgendwie nicht der Ort, wo man hin muss. Das sieht auch aus, als wäre es kaputt. Oder? Ja. So wie dazu. Ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwann mal was in diesen Mülleimern drin ist, ne? So insgeheim. Ja. Diese Tür ist zu. Ich hätte jetzt ganz gerne mal so ein Teil, wo man sich heilen könnte. Zur Not würde ich auch ganz reinkrabbeln. Ich meine nur. Hoffentlich ist es nicht wieder so ein Idiot hier, ne? Leck mich. Das darf doch nicht wahr sein. Gehacktes Schorsch und seine Freunde. Bin ich jetzt tot? Hallo? Musik oder Sound. Hallo. Don't move. It's okay. Hä? What? It's over now. Relax. Hä? Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course, but... What happened? They fell in love. What's denn jetzt passiert? What the fuck? Jetzt war ich so ein gehacktes Schorsch geworden, oder was? Das geht ja gar nicht. Da habe ich also gewohnt. Ja, gut. Okay. Der brennende Aufzug. Ja. Hat man halt. So, der Laden ist kaputt. Können wir nicht mehr da rein? Jetzt ist bestimmt hier hinten diese Tür offen, ne? Könnte ich wetten. Ja, natürlich. Auf. Oh. Noch ein gehackter Schorsch. Ah, der lebt auch noch. Dann dich. Ekelhaft. Bäh. Diese Tür bitte auch mal aufmachen. Noch mehr gehacktes Schorschis. Rein. Hier ist es so arschdunkel. Und hier ist wieder so ein Typ. Oh nein. Da war er schon. Hab ich schon gesehen. Die sind ganz schön nervig, diese Typen. Das Schlimme ist... Also ihr seht jetzt echt einen Scheiß. Ich sehe wenigstens noch ein kleines bisschen was. Umrisse. Also. Aber ihr seht echt einen Scheiß, ne? Treppenhaus. Bringt uns nur nichts. Für einen Arsch, ey. Oh, ich hasse es, ey.
Wer kam noch mal auf die Idee, sowas zu spielen? Ach ja, ich. Da war er wieder. Los, gehen Sie weg. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Lass mich raten, es sind noch mehr von diesen Pissern. Kommt mir echt hinterher, gell? Also wirklich, er kommt mir echt hinterher. Versteck mich hier in den Regalen. Das ist echt schlimm, weil ich kann hier kein Licht anmachen, weil dann sieht er mich, ne? Das ist echt Hass. Der Typ ist Hass. Ah, hier ist noch eine Tür. Nee, Luke. Rein hier. Wen vielleicht kommt uns Hackelschoss nicht hinterher. Pass auf, hier ist noch so ein Troll. Ist auf jeden Fall schon mal gespeichert. Vielleicht ist er auch nicht hier drin. Hier geht mal gar keine Tür. Hier hinten ist eine Tür. Hier ist irgendein Terminal oder sowas. Ah ne, kommen wir nicht ran. Okay. Ich glaube, er kommt hier nicht rein, weil hier sehe ich jetzt bis auf weiteres keine Tür oder so. Doch hier. Okay, er könnte hier reinkommen. Okay. Oh, fuck, das ist, das kann doch nicht wahr sein. Warum steht er vor mir? Warum steht denn der auf einmal vor mir? Was ist denn das für eine Scheiße? Das kann doch nicht wahr sein. Willst du mich verarschen? Sonst hat man doch mal irgendwelche Anzeichen gehabt, wenn diese Typen da waren. Jetzt kam ja gar nichts. Steht der Pisser auf einmal vor mir? Oder habe ich den jetzt freigelassen? Kann natürlich auch sein. Boah, hab ich mich jetzt verjagt. Meine Fresse, ey. Wirklich ist das so ein Heilteil. Junge, Junge. Boah, das mach doch nicht nochmal mit mir, ey. Das heil ich doch nicht. Der Hackelschorsch ist wieder hinter mir. Ich glaube, er weiß nicht, dass ich hier bin. Oh! Steht direkt hinter mir. Nein, ich bin nicht hier! Ich bin nicht hier! Das ist doch nicht euer Ernst, ey, was soll denn das? Warum steht denn der jetzt die ganze Zeit hinter mir oder vor mir oder neben mir? Boah, krieg ich auch Plack, ey. Diese ollen Lutscher. Schlimm ist, ich sehe hier echt einen Scheiß. Und hinter jeder so einer verfatzten Tür steht jetzt so ein Assi oder was? Das ist doch nicht euer Ernst. Hier ist auch wieder einer. Kann ich da hinten? Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, ey. Los, rein da. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ey. Weiß ja nicht mal, wo ich genau hier hin muss. Halt die Kusche. Solange hier drin keiner ist, ist ja alles in Ordnung, ne?
trotzdem. Das Spiel ist nur dadurch psycho, weil halt irgendwie die ganze Zeit so Typen irgendwo auf einen warten. Ansonsten ist es eigentlich harmlos. Ist das euer einziges Mittel, wo ihr mich verjagen wollt mit oder was? Ach, Haft. Ich meine, sie haben es ja schon erfolgreich geschafft, guten Tag. Das ist echt lächerlich. Okay. Ein Heilteil? Nein. Scheiße. Geht jetzt wieder einer vor der Tür. Mann, wo bin ich hier nur? Natürlich kommt er gerade zur Tür rein. Freilich. Ich muss mich mal kurz im Dunkeln aufhalten. Sorry. Geht da, ne? Verpiss dich. Ja, geh nur da lang, wo ich raus muss. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse diese Typen. Doch solche Backen, ey. Also. Und jetzt hier hinten? Das kann ich echt nicht erkennen. Es ist so scheiße dunkel hier drin. Also. Nicht besser, dass dieser Typ da hängt, ne? Stromausfall. Service-Akkus wieder aufladen. Na tolle Wurst. Nein, er ist da hinten. Aber gerade auf der anderen Seite. Ich hätte echt da durchgehen können, ne? Nee. Kunde! Hat noch eine Tür aufgemacht. Okay. Wenn es keine Hobbys hat, macht man Türen auf. Alter. Oh ja, da ist er. Es ist ein wenig dunkel, ja, aber ich kann leider gerade keine Lampe anmachen. Es tut mir echt leid. Ich könnte vielleicht das Gamma ein bisschen hochstellen. Gucken. Er ist gerade wieder mal hinter mir. Ich meine, es ist ja schön, Follower zu haben. Aber doch noch nicht solche Anhänglichen hier. Das gehackte Schoss da drüben. Versuche ich mich mal hier durchzuschleichen. Aber allerdings hat echt nichts gebracht, das Gamma hochzudrehen. Es wird nur milchiger dadurch, das Bild. Naja. Muss ich jetzt lang? Hier wieder so eine Treibe? Gucken wir mal. Mir ist Black Friday, ja, stimmt. Tut mir leid. Ich kann es halt nicht hochdrehen. Wenn unser Hackelschorsch wieder angeschissen kommt. Wo muss ich denn jetzt hin, verdammt nochmal? Kann ich nach. Ach, hier. Oh, das Ding ist zu. Schorsch ist wieder da. Den nur echt nicht. Das ist doch eine Scheiße, Mann, mit diesen Typen. Boah, ich hasse sie. Ja,
Ja, die Wände sind echt total toll in diesem Spiel. Weg. Ach, weg. Hallo? Ich glaube, ich habe die andere Tür aufgemacht gerade. Bitte nochmal schön hinter mir. Haben wir ihn gerade am rechten Rand gesehen? Und da ist er. Diese Tür von Wand klatschen. Ich meine, vor allen Dingen, dass der Typ sich nicht gegen diese Roboter, dass der Roboter, der wir sind, sich nicht gegen diese Hackelschosche da wehren tut, ne? Ich meine, schmeiß ihn einfach so eine Metall-Stahltür vor den Schädel und da ist Ruhe. Ey, mal ganz ehrlich, was bist du für ein Lauch? So schlimm kann es doch nicht sein mit den Typen. Steht er da vorne? Er läuft da vorne, besser gesagt. Geh mal hinter ihm her. Wir gehen am besten dabei nicht an. Jetzt ist die Tür offen. Mein Glück. Die Tür ist offen, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Nicht so laut! Oh, Wasser! Kann ich auch irgendwie wieder auftauchen? Wie wär's? Ich komm nicht nach oben. Ich glaube, wir sind aus den Gröbsten raus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir erstmal den Hackelschorsch los. Außer er kommt jetzt hier rausgerannt und springt voller Inbrunst ins Wasser. Schön hier. Hier bleibe ich. Ist zwar ein bisschen feucht. Ja. Wenn es weiter nichts ist. Dass wir noch Tuberkulose bekommen, da habe ich auch keine Böcke drauf, kann ich diese Leiter benutzen. Oh ja. Ich weiß halt nur nicht, wo das. Wo führen denn diese Stufen hin? Wir führen nach oben. Hinauf. So, jetzt bin ich hier oben. Und nun? Ich glaube, hier oben gibt es nichts. Außer eine verschwommene Sicht. Ich gehe mal wieder nach unten. Ey, du bist ein Roboter. Lass dich doch einfach da runter sliden, so ein bisschen. Kann ich das nicht irgendwie? Ich kann doch Licht anmachen. Kann ein Licht anmachen und kann zur Seite gucken. Ja. Besser als nix, wa? Ich darf überhaupt. Hätte ich ja mal sagen können, dass die Leiter da zu Ende ist. Arsch. Jetzt ist hier echt. Also. Trübes Wasser. Wir fischen jetzt mal im Trüben. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss, ne? Wenn da irgendwo so eine Kackleiter. Ja. Könnt ihr mal seine Stahlbetonschuhe ausmachen, dass wir mal. Ausziehen, nicht ausmachen. Dass man hier mal nach oben schwimmen könnte, dass man mal was sieht. Warum sitzt ihr hier nicht? Oh Mann. Wo muss ich hin? Eine Leiter finden wahrscheinlich. Da ist eine Leiter. Die sieht auch nicht so hoch aus. Gucken wir mal. Geht nämlich nichts. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir schon mal aus dieser Brühe raus. Jetzt müsste ich nur noch einen Anhaltspunkt finden, wo ich hin muss. Ich hab keine Ahnung. Bin ich drauf? Oh ja. Das hat mir nichts gebracht, da drauf zu hüpfen. Na toll. Das war so sinnlos wie, weiß ich nicht. Absolut nichts gebracht. Gehen wir hier.
Sag mal, hier war ich doch schon. Gewinnen. Shit. Ich glaube, ich muss auf den Container drauf. Glaube ich. Weil alles andere erscheint mir sinnlos, glaube ich. Oder ich muss hier hoch. Könnte auch sein, dass ich da hoch muss, ne? Von da oben aus dann... Wohin auch immer. Ich probiere das einmal. Das heißt, wir müssen hier an diese Leiter ran. So, einmal nach oben, bitte. Können wir mal ein bisschen schneller klettern. Ja, und sonst so... Eine Kletterpartie. Oh, hier hat auch schon der Zahn der Zeit dran genagt, wie es aussieht. Okay, gehen wir mal hier rum. Genau. Hallo? Kommen wir nämlich hier hoch. Und dann bin ich nämlich da eben lang gegangen. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Und wenn ich jetzt da rangehe, komme ich nach hier oben. Wo bringt mir das? Bringt mir insofern, dass ich was hier rüber komme. Von hier aus komme ich dann dahin und von da komme ich dann an diese Leiter. Okay. Hm. Da eine mit, Leiter mit, Regierer mit. So, so ähnlich. Ja nun. Und jetzt? Da runterfallen lassen oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, die Lampe zeigt da drauf. Und wenn du sowas hast, dann hast du meistens den Indikator, dass du da hin willst. Aua. Okay. Wir müssen genau hier hin. Oh. Gut, dann habe ich zumindest schon mal den Ausgang gefunden. Meine Güte. So, selbsterklärendes Leveldesign halt, ne? So. Jetzt sind wir hier und jetzt können wir uns hier nochmal heilen. Oh, ein Glück. Und rein damit. Pistole. Ach komm, du bist es mittlerweile gewohnt. Du liebst es. So. Herrlich.